Bei der Aufgabe ist die Raumdiagonale D gesucht und die Seitenlängen sind gegeben und das ist ein Würfel, das heißt, das sind hier alles 8 cm. Wichtig ist bei diesen Pythagoras-Aufgaben, dass man das rechtwinklige Dreieck sieht, auf das man hinzielt. Ich male das jetzt mal ein. Ich habe hier ein Dreieck. Mit Hilfe dieses Dreiecks möchte ich die Raumdiagonale berechnen. Und das Dreieck hat an dieser Stelle einen rechten Winkel. D ist also die Hypotenuse. Die eine Kathete, die kenne ich, die ist 8 cm, die andere kenne ich nicht. Das ist, ich könnte es jetzt mal x nennen. X ist die Diagonale da unten. Und dieses x ist in der Grundfläche dran. Also hier habe ich mein a und hier habe ich mein a und das ist jetzt mein x. Das heißt, x bekomme ich über den Pythagoras und danach das d. Also x Quadrat gleich a Quadrat plus a Quadrat. X ist Wurzel aus a Quadrat plus a Quadrat gleich Wurzel aus 2a Quadrat gleich Wurzel aus 2 mal a. Ihr könnt den Achter einsetzen. Eleganter ist es aber jetzt weiterzurechnen. D Quadrat ist x Quadrat plus a Quadrat. Jetzt bin ich in dem blauen Dreieck. D ist also die Wurzel aus x Quadrat plus a Quadrat. Aber nicht so viel. Jetzt setze ich das ein. Wurzel aus 2a zum Quadrat plus a Quadrat ist gleich 2a Quadrat plus a Quadrat ist Wurzel aus 3a Quadrat. A kann raus, weil es im Quadrat ist, es ist a mal Wurzel aus 3. Das heißt, d ist in dem Fall 8 mal die Wurzel aus 3. Und fertig.